und schon sind wir da. Ist doch total einfach, oder? So, abartig großen Schalter. An dieser Muschel befindet sich ein großer Schalter. Das hebe ich nicht auf. An dieser Muschel befindet sich ein großer Schalter. Schluss! Ist was, du reanimiertes Stück Voodoo-Treibgut? Ich werde euch sagen, was ist. Diese sogenannte ultimative Beleidigung funktioniert nicht. Ich habe es mit jedem gottverdammten Trödel in dieser verfluchten Bruchbude versucht, aber nichts passiert! Ha! Ich schätze, Großvater war einfach zu schlau für zwei zurückgebliebene Möchtegerns. Was im Namen von Adam Smiths unsichtbare Hand ist das? Das? Ach nichts. Nur irgendein Trödel, den ich in den Flitterwochen gekauft habe. Ah! Das Gouverneurssiegel von Mealy Island! Natürlich! Zeigen Sie her! Oh Mann, da wird doch der Dingo in der Pfanne verrückt. Versuchen wir es. Hagnose? Was? Würden Sie so freundlich sein, sich hier hinzustellen? Wissen Sie, Mr. Allmächtig Mandrill, mir gehen Ihre ständigen Befehle langsam höllisch auf den Zeiger. Ich denke, es wird langsam Zeit, mal über meinen Vertrag zu sprechen. Oder was? Oder ich pumpe Sie voll Blei, Sie aufgeweichtes Fossil. Niemand mehr trügt Pecken aus den Piraten und lebt lange genug, um es herumzuerzählen. Ich reiße Ihnen die Arme aus und schlage. Wie war das? Bitte tun Sie mir nicht weh, Mr. Mandrill. Ich werde alles tun, was Sie verlangen, versprochen. Mach einen langen Spaziergang auf einem kurzen Pier, elender Wicht. Ja, Sir. Tja, Mrs. Freeford, wie es scheint, liegt die Macht der ultimativen Beleidigung nun endlich in meinen Händen. Oh, lassen Sie es mich bei Elaine versuchen. Später, Kapitän. Zuerst geben wir ihr einen Vorgeschmack auf die Dinge, die da kommen. Sie sind ein Sadist ganz nach meinem vermoderten Geschmack, Mandrill. Seit Jahrhunderten wird die Karibik von skrupellosen Seeräubern unsicher gemacht. Ab jetzt werde ich durch die Macht der ultimativen Beleidigung diesem chaotischen Unwesen für immer ein Ende setzen und ein neues Zeitalter des Konsums einleiten. Ich bin Ozymandrill. Seht her, ihr mächtigen Piraten! Und verzweifelt! Ha! Nein! Wo bleibt der Knall? Es müsste doch jetzt einen ohrenbetäubenden Knall geben. Funktioniere, verdammtes Ding, funktioniere! Ah, ich wusste, dass dieser lächerliche Plan scheitern würde. Ich schätze, das beweist einmal mehr, dass man keiner australischen Tunte die Arbeit von echten Seeräubern überlassen sollte. LeChuck, kommen Sie zurück und helfen Sie mir. Oh, Ozzy! Ihr zwei bleibt hier und bewacht den Roboter. Viel Glück! Bitte mach hier nichts kaputt. Ein guter Junge, aber so helle wie verbrannter Toast. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wem sagst du das? Ich werde diesem Weichei jetzt zeigen, was echter Voodoo ist! Schatz, ich bin da! Guybrush, pass auf! Die ultimative Beleidigung. Ich weiß nicht, wie ihr Blödmänner meinen wunderbaren Beleidigungsverstärker sabotieren konntet. Aber wenigstens bleibt mir die Genugtuung, eure arroganten Piratenseelen zur Hölle zu schicken. Irgendwie wusste ich immer, dass es so enden würde. Wirklich? Bereitet euch auf den Tod vor, Threepools. Was zum Didgeridoo ist das? Nichts wie raus hier. So leicht entkommt ihr nicht, ihr eitlen Windschattensegler. Zum Great Barrier Reef. Von hier oben seht ihr wie Ameisen aus. Geil,
Crush? Ja? Sehe nur ich diese riesige LeChuck-Statue, die durch unseren Vorgarten trampelt? Nein. Oh! Ja! Oh! Elaine! Guybrush, Hilfe! Halte durch, ich bin gleich zurück! Guybrush, lass mich ja nicht allein! Mach dir keine Sorgen, mein Liebling. Guybrush geht nirgendwo hin. Lass mich zufrieden, du hirnloses Steinmonster! Unbedeutende, sterbliche Fliege! Du wagst es wirklich, dich mit deinen albernen Voodoo-Tricks der unsterblichen Macht des dämonischen Piraten LeChuck entgegenzustellen? Ich werde aus deinen Knochen Grog brauen, du hirnloser, elender Bastard! Ach, Klappe! Wie kann ich euch dienen, Meister? Eigentlich wollte ich, dass sie jeden Piraten auf diesem Globus in ein Fass mit klebrigem rotem Kleister tunken, aber im Moment reicht es mir, wenn wir Guybrush Threepwood töten! Kommt, Leute, wir müssen diesen Riesenroboteraffen wiederbeleben, jetzt! Wo ist meine Enkelin? Das ist eine lustige Geschichte. Threepwood! Wo haben Sie diesen lächerlichen Apparat gefunden? Es war ein Geschenk von H.T. Marley. Großpaps? Ich bin hier, Liebes. Na, wenn das kein unerwartetes Wiedersehen ist. Zu schade, dass ich eure kleine Familienfeier stören muss. Zittert vor der ultimativen Beleidigung. Wie jetzt? Jetzt bist du dran, Scheusal. Jetzt bewahrheitet sich die uralte Prophezeiung von Monkey Island. Nun ist es Zeit für die ultimative Monkey Combat! Tja, Freunde. Hui, wie aufregend. Wir sind da. Oh. Naja, das war ja klar. Wir sind jetzt hier angekommen. Ich werde jetzt hier erstmal Schluss machen. Wir sehen uns im nächsten Teil, dann im großen Finale. Also bis dahin, NRW 18. Adieu.